Es ist einfach nur so geil. Könnte ich die komplette Masse einfach mal so durchlaufen. Wenn ihr die richtige Feuerkraft dafür habt. Mit den Explosivwaffen. Geil eigentlich. Deswegen hatte ich auch mal den Granatwerfer auf Runde 30 noch. Gepanscht. War richtig geil. So. Trotzdem sollte man vorsichtig sein. Es ist nichts, was man damit überleben kann. Oh Mann, ich kann gar nichts mehr hören. Rein damit. Okay. Ich kann gar nichts mehr. Wir machen den Pack Granate. Nein. Pack Granate. Natürlich haust du deine Granaten rein. Was kommt dann bitte da raus? Ich möchte gar nicht wissen, was dabei rauskommt, wenn du die Granaten reinhaust. So. Ach, schade. Wir haben immer noch die Löhregern. I'm getting money, yo. Hotstyle ist jetzt offline. Ich lese euch das immer vor, falls ihr nicht lesen könnt. Kann ja passieren, gibt's ja alles. Grenade for you. Nein! Leute, flankiert mich doch nicht immer so. Zombies respektieren keine Privatsphäre. So. Jo. Und nicht zu viele Schläge kassieren, dann ist alles immer super. Die Raygun braucht ihr wahrscheinlich wegen den Affen noch. Also die braucht ihr normalerweise wegen den Affen. Die Affen dadurch ziemlich schnell K.O. gehen durch die Raygun. Es kommen schon so viele, dass es nicht mehr witzig ist. Ja, ich rede heute erstaunlich wenig, das habe ich auch schon mehrmals gesagt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich einfach, weil ich davor schon mehrere Versuche auf Ascension gemacht habe, die alle misslungen sind. Ich einfach deprimiert war eine ganze Zeit über. Was nehme ich mir denn als Zweitwaffe? Ich weiß ja nicht. Okay, ganz ehrlich, Leute, höchste Alarmbereitschaft ist gut. Vielleicht bringen die uns was zu trinken. Wherever. Die holen sich mein Stamin ab, aber nicht meine Wodka. Ja, super. Stamin ab können wir drauf scheißen. Brauchen wir eh nicht. Der Rest bitte behalten. Okay, ich laufe da mal kurz. So. Hier bitte. Rein mit dir. Na also, geht doch. So kann man die Perks jederzeit auch wieder anpassen. Dadurch, dass man sich die einfach abziehen lässt. Die Affen wollen sich meine Wiederbelebung. Das mit der Wiederbelebung ist nicht geil. Ja. Nicht geschafft. Tja, Pech gehabt. Hehe. Jetzt kommen die hier lang und ich werfe einfach nur ein Gersh-Device. So, bitte. Viel Spaß damit, Leute. Hehe. Ah, siehst du. Treffer. Davon könnt ihr übrigens nicht eingesaugt werden. Sollte mal lieber hier wieder weggehen. Hier ist irgendwo noch ein Affe am Rumlauern. Der zieht uns gleich noch irgendwas ab und dann haben wir das halt nicht gemerkt. Ich habe eh genug Schuss, ich kriege ja gleich neue Money. Da ist er. Da ist er. Der Wichser. Ah, The Last of Us. Oder auch nicht. Hey, wo sind denn die ganzen Affen? Ich verstehe das nicht. Okay. Yeah.
Na, also geht doch. Haben wir wieder. So, und jetzt können wir eigentlich nur noch an verschiedenen Orten campen. Ist alles zu unseren Gunsten verlaufen. So. Gosh, Device. Viel Spaß damit, Leute. Ich muss hier weg. Leute, ich muss hier weg. Okay. Ich werfe mal noch eins. Ja, euch setzt das schon gut bei, das Gosh Device, muss man schon sagen. Ich muss mir mal die Sichel holen, die ist ja so geil. Ja, da kriegst du ja schon fast Herpes von. So, Speed Cola nutzt hier auch einiges auf der Map. Wenigstens gibt's die. Ohne Speed Cola wäre es, glaube ich, ein bisschen scheiße. Vor allem, wenn ihr dann in einen Nahkampf verwickelt seid mit Array Gun. Dann ist Speed Cola genau das, was ihr braucht. Man sieht hier auch schon. Es bringt wirklich was. Nicht viel, aber es bringt was. So. Hoffentlich kommen die jetzt nicht zu schnell wieder. Schieß, 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 Nikolai. Nicht nachdenken, einfach draufballern. Wo könnten wir campen? Alles wäre guter Ort dafür. Aber bitte nicht auf dieser Map. Nein! Alter, ich verzettel mich heute zu viel. Habe ich das Landefahrzeug irgendwie unwissentlich gerade aktiviert? Nein, es ist zum Glück nicht auf dem Weg zu uns. Die Raygun ist ja eigentlich noch eine relativ starke Waffe. Stagnieren tut die nicht oft in ihrer Leistung. Außer mit höheren Runden, dann natürlich. Wie jede andere Waffe. Ja, es ist schön mit euch. Wunderbar. Wunderbar einfach. Ich war jetzt schon ganz gespannt, ob jetzt wieder Affen kommen, aber das wäre eh völliger Blödsinn. So, den ersten Teddybär aktiviert. Dieses Mal nicht, Chef. Nein. No. Ja, wir haben heute ein Glück. Meine Güte, das gibt's schon fast gar nicht mehr. Unser Glück ist heute unfassbar. Wir können es jetzt erstmal alles wieder zusammen cheaten. So. Tschüss. Viel Spaß mit dem Ding. Lasst es euch gut gehen. Und lasst euch reich beschenken. Es ist Weihnachten. Ich will jetzt nicht schon K.O. sein auf Ascension, Mann. Die Map ist zu geil, um hier direkt K.O. zu gehen. Jetzt bin ich der russische Bär. Oh Mann, ich kann gar nichts mehr hören. Oh, 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 oh. Ganz dünn, ganz dünn, ganz dünn, ganz dünn. Ohne Witz, richtig dünn. Na ja, lass mal hier durchgehen. So, wichtig ist jetzt erstmal Dr. Anita. Oder auch nicht. Können wir mal gucken. Ja gut, dann lass mal Dr. Anita holen. Anders bringt uns die liebe Reagan ja nichts mehr. Straight! So dick wie die Bullenmilch, die meine Mutter immer getrunken hat. Straight! Zombies respektieren keine Privatsphäre. Ihr müsst halt alles immer in einem Nachladevorgang, der stetig immer im Wandel ist, durchziehen. Mal einen neuen Schuss noch in der Raygun, komplett wieder nachladen. Mal sitzt dann auch nur zwei, wer weiß. Zombies respektieren. Kommt immer drauf an auf die Situation. Ach Leute, lasst mich doch mal in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Wir haben uns heute auch schon wieder so viel aufgeregt einfach.
Unsere verkackten Schulsysteme. Die sind aber auch wirklich verkackt. Da hat man ein Recht, sich aufzuregen. Ja. Originalrecht, Alter. Affen wären jetzt, glaube ich, nicht so nice gewesen. Ich habe mir jetzt den Eselstritt erstmal. Nein! Nein! Schön mit Zeus-Kanonen jetzt durch die Gegend. Das darf ich nicht nochmal kaputtgeschlagen werden. Jetzt habe ich nämlich nichts mehr. Nichts mehr zu meiner Verteidigung. Happy 5K? Warum nicht? Deswegen. Deswegen nicht mehr. Boah. Das Ding ist nicht immer sehr sinnvoll. Also meistens nicht. Bei Zombies. Weil es halt einfach zu viele sind und die Masse an Zombies einfach irgendwann unerträglich wird. Ihr kommt halt einfach irgendwann nicht mehr klar mit der ganzen Macho-Menge hier. Zombies respektieren keine Privatsphäre. Nee. Tut mir nicht schon wieder sowas an. K.O. Nee. Meine Hände schwitzen auch dermaßen pervers, deswegen bin ich wahrscheinlich auch K.O. gegangen. Der Controller liegt schlecht in der Hand. So. Da war auch nur ein Zombie von da kommen. Also aus der richtigen Richtung. Von der Treppe. Und das war's mit euch. Das finde ich ja so heftig am Zombie-Modus. Teilweise ist ein Zombie strategisch richtig gesetzt. Euer absolutes K.O. Forever. Forever alone. Alone in the Zombie-Mode. Jo. Oh, da haben wir doch mal wieder Möglichkeit, eine Waffe zu ergattern. Dann habe ich wieder Zeit für Wodka. Geht doch mal weg. Jetzt kommt schon wieder neu, ey. Ist doch nicht möglich. Ey, Digga, jetzt. Mann. Lass mich doch nochmal an die Kiste. Oh, Junge. Ja, sauber. Schon mal eine Waffe, beste. Oh, perfekt, Alter. So eine Schrotflinte wünscht sich jeder, so eine grottenschlechte. Ich meine, seht euch allein mal das Visier an. Das ist ja mal völliger Müll. Ich wünschte, ich könnte mit der Waffe besser klarkommen, aber dem wird leider nicht so. Ich werde einfach aus dieser Waffe nicht schlau, warum man sie in dieses Spiel mit reingebracht hat. Da werde ich nicht schlau raus, Leute. Ich finde ja, man hätte zum Beispiel die Stoner mit in den Zombie-Modus nehmen sollen. Aus dem Multiplayer. Aber wollten sie ja nicht. Kannst ja nichts machen. Wenn Treyarch das nicht will, dann ist Feierabend. Dann machst du gar nichts. Wird mal Zeit für neue Waffen. Ich könnte meine Knarre nach innen schmeißen. Okay. Hätte, wäre das irgendwie besser. Ach, scheiße. Oh, Glück gehabt. Ich dachte schon, der stirbt. Jetzt können wir wenigstens gleich direkt mal den Song reinhauen. Ist denn alles mit dem Toneinstellung vernünftig? Musik, Lautstärke, ja, ich werde dann einfach die Fresse halten. Nächste Runde zocken wir mit Song. So. Auch wieder irgendwelche mystischen Symbole. Nice. Meine Waffe hungert nach Munition. Ja. Vorerst. Bitte einmal beeilen. Ja, ist doch schön. Deshalb wollte ich nicht zur Luft. Kacke, scheiß Armbrust. Granatwerfer, Warum, Leute, warum? Lächeln. Ach ja, stimmt ja, ich muss erst noch eine Waffe ziehen, dann kann ich dich. Wieso, der Granatwerfer ist auch eine Waffe? Nein. Das ist eine Katastrophe. Oh. Kannst du nicht umfallen? Digga, kannst du nicht einfach umfallen? Tu mir doch bitte den Gefallen.
Du verrotzter Teddybär. Du verrotzter, dreckiger Teddybär. Du Ballo-Teddybär, Digga.